In der letzten Ansprache, die wir halten durften, wo wir Isa alaihi salam, Jesus, thematisierten und Botschaften von ihm thematisierten, mögen wir daran heute nun anknüpfen, auch da gerade in den nächsten Tagen Weihnachten hier in Deutschland anstehen wird und schon vor einigen Wochen angefangen hat, gewissermaßen zelebriert zu werden, indem man schon Adventskalender im November in einigen Supermärkten kaufen konnte. Mögen wir daran nun anknüpfen. Isa alaihi salam im Islam, aus islamischer Sicht. Zunächst einmal, Isa alaihi salam hatte dieselbe Aufgabe gehabt, wie alle zuvor entsandten Propheten. Allah Ta'ala sagt im Koran, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim. Auf der Zunge Isas gesprochen, sagt der Koran, wahrlich Allah ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm. Und das ist der gerade Weg. Wir bitten täglich 17 Mal in unseren Gebeten, ihdinas siratal mustaqim, führe uns den geraden Weg. Und Allah Ta'ala einzig und allein zu dienen, das ist der gerade Weg. Hier wurde dieser Vers nochmal näher erläutert, über die Zunge Isa alaihi salam im Koran aufgenommen. Weiterhin, وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Bestätigend das, also er wurde entsandt, um das zu bestätigen, was zuvor offenbart wurde. Zuvor die Offenbarungen, er kam, um sie zu bestätigen, nicht um sie in irgendeiner Weise zu verwerfen. Und um euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten gewesen ist. Entsandt zu den Bani Israel, zu den Juden, war Isa alaihi salam eine Erleichterung, um ihnen etwas von dem zu erlauben, was ihnen zuvor verboten gewesen ist. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Und als Isa alaihi salam mit den klaren Belegen und Beweisen kam, unterstützt von Allah Ta'ala, was war dort seine Aufgabe? Er sagte, ich komme ja zu euch mit der Weisheit. Ich komme zu euch mit der Weisheit und um euch einiges von dem klarzumachen, wo ihr Unstimmigkeiten hattet. Das heißt, es gab damals unter der Gemeinde der Gläubigen Unstimmigkeiten. Und Isa alaihi salam, er musste entsandt werden, um diese zu klären. Erleichternd, bestätigend und klärend. So fürchtet Allah, habt Ehrfurcht vor ihm und gehorcht. Gehorcht ihm natürlich als Gesandten. Denn der Gehorsam eines Gesandten gegenüber, einem Gesandten gegenüber, ist auch der Gehorsam Allah, Gott gegenüber. Weiterhin, um zu erklären, was nicht seine Aufgaben gewesen sind. Isa alaihi salam hatte keinerlei Funktion in puncto Familienleben, abgesehen vielleicht vom Dienst an die Mutter. Und bestätigend die allgemeinen Regeln, die zuvor offenbart worden sind. Aber er selbst hat kein Familienleben geführt. Er heiratete nicht, er zeugte keine Kinder. Und von daher war er auch nicht als Vorbild in diesen Fragen für die Gemeinde gedacht. Weil dies waren bereits Dinge, die bereits geregelt gewesen sind. Sondern vielmehr war seine Aufgabe, die Religion, die statisch geworden ist, starr geworden ist, trocken geworden ist, geistlos, seelenlos geworden ist, bei den Menschen wieder zu beleben. Werte wieder neu zu beleben, zu entfachen und eine wahre Beziehung zu Allah Ta'ala zu ermöglichen. Etwas, was also auch wir in unserem tagtäglichen Leben brauchen. Dass aus Routinen und Regeln eine gelebte Beziehung wird zu Allah Ta'ala. Nicht einfach nur automatisches Abspulen von Gesagtem oder von Dingen, die man tut. Das war also seine Hauptaufgabe. Nicht also, um als Vater oder als Ehemann neue, lebendige Anweisungen geben zu können und auch nicht, um die Gesellschaft im Politischen zu führen oder beispielsweise
vor der Aufgabe stehen zu müssen, sich in irgendeiner Form militärisch auch verteidigen zu müssen. Oder politisch aktiv zu sein in diesem Rahmen. Das waren nicht seine Aufgaben gewesen. Und trotzdem begleiten Isa a.s. so besondere Eigenschaften. Für ihn wurden so viele Regeln quasi aufgehoben und andere Regeln werden auf ihn angewendet. Denn Allah Ta'ala, er erschafft die Regeln und er entscheidet, wann eine Ausnahme geschieht und er entscheidet, wie diese Ausnahme aussieht. Was nun an dieser Stelle von mehreren Perspektiven für einige Menschen damals wie heute auch verwirrend gewesen ist. Zum einen wurde seine Gesandtschaft komplett abgestritten. Es hieß, er sei nicht von Gott Allah gesandt. Zum anderen aber war sein Wirken für einige in dem Sinne täuschend, dass sie ihm als Rolle mehr zuschrieben, als ihm von Allah Ta'ala zugeschrieben worden war. Das heißt, einerseits wurden sein Wirken, sein wundervolles Wirken, und wenn ein Prophet mit einem Wunder kommt, dann ist es eine Herausforderung. Dies ist dann eine Herausforderung an diejenigen, die sagen, du lügst. Ja, wenn du sagst, ich lüge, dann mach doch auch, was mir ermöglicht wurde, um zu bestätigen, dass mein bestätigtes Wort von Allah eben ungültig ist. Bestätigt eben durch diese Wunder. Und es heißt im Koran dazu, in Bezug auf das wohl größte Wunder, Allah weiß es am besten, nämlich seine Erschaffung. Allah Ta'ala sagt im Koran, قَالَتْ رَبِّي أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ Mariam, sie sprach, wie kann ich ein Kind bekommen, wie kann ich einen Jungen bekommen, wo mich doch zuvor kein Mann berührte. Sie war nie in irgendeiner Form intim mit einem Mann gewesen. Und ihr wurde geantwortet vom Engel Gabriel, so ist es und Allah, er erschafft, was er möchte. Und wenn er eine Sache bestimmt, wenn Gott, Allah, eine Sache bestimmt, dann spricht er sei und es wird. Sei und es wird. Und Allah Ta'ala sagt an anderer Stelle über besondere Wunder, und dies ist übrigens ein Wunder, was noch nicht mal in den Schriften der Christen und Juden enthalten ist, meines Wissens nach. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ Und er wird zu den Menschen in der Wiege sprechen. Als Baby wird er in der Wiege zu den Menschen sprechen. Und im Mannesalter wird er zu den Rechtschaffenen gehören. Er sprach bereits als Baby. Und dies wurde gemäß den Worten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nur drei Menschen ermöglicht, dass sie als Baby sprechen. Und einer davon war Isa alaihi salam. Und die Worte, die er sprach, waren Worte, in denen er die Einheit Gottes bezeugte und in denen er seine Mutter von jeglicher Anschuldigung freigesprochen hat, als Entsandter von Allah Ta'ala. Weiterhin ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه يكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Isa alaihi salam, er berichtet hier von einigen von den Wundern, die Allah Ta'ala ihm ermöglicht hatte, um seine Gesandtschaft gegenüber den Leugnern zu bestätigen. Es heißt sinngemäß, und wir schickten ihn als einen Gesandten zu den Kindern Israels, zu denen er sagen wird, gewiss, ich bin ja mit einem Zeichen von meinem Herrn zu euch gekommen, dass ich euch aus Lehm etwas erschaffe, was aussieht wie die Gestalt eines Vogels, und dann werde ich ihm einhauchen, und da wird er
ein wirklicher Vogel sein. Und ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen und werde Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen. Und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufspeichert. Darin ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr Gläubige seid. Subhanallah, große Zeichen. Menschen, die schwer krank gewesen sind, er heilte sie. Tote, denen er befahl, weitergebend den Befehl Allah Ta'alas, dass sie wieder lebendig werden mögen. Und er schuf aus Erde durch Allahs Macht und Erlaubnis Lebendiges, Vögel. Subhanallah. Das waren natürlich große Zeichen. Wie gesagt, von einigen verleugnet und von anderen dazu gebraucht, um Isa alaihi salam, Jesus alaihi salam, mehr zuzuschreiben an Aufgabe oder an Natur, als er eigentlich von Allah Ta'ala geschaffen bekommen hat. Und es sind nicht die Wunder, die ein Prophet wirkt, dass man aufgrund diesen Wundern ihm Göttlichkeit oder göttliche Fähigkeiten zuschreiben kann, sondern es sind diese Wunder, die durch Allahs Erlaubnis geschehen. Nicht durch die Person, nicht durch den Propheten. Bi-idhnillah, durch die Erlaubnis Allahs. Und so war es auch Musa alaihi salam, der aus seinem Stock eine lebendige Schlange machen konnte. Bi-idhnillah. Und Ibrahim alaihi salam, der ebenfalls aus toten Vögeln wieder lebendige Vögel machen konnte. Und Musa alaihi salam, der das Meer gespalten hat. Bi-idhnillah. Und Nuh alaihi salam, der auf dieser kleinen Nussschale durch Wogen, durch Wellen segelte oder fuhr, die so groß wie Berge waren. So wird es im Koran beschrieben. All dies durch die Erlaubnis Allahs und nicht, weil die Person selber in irgendeiner Form göttlich ist oder göttliche Fähigkeiten hat. Übrigens, Al-Masih, der Messias, man sieht da noch die Verwandtschaft im Wort, kommt vom Wort Masaha, salben oder berühren, reiben, ja, einreiben. Weil er durch seine Berührung, durch sein Überstreichen, durch sein Streichen die Menschen geheilt hat. Und zwar durch das Wirken Allah Ta'alas. Allah Ta'ala wirkte durch ihn. Daher dieser Name Al-Masih, der Messias, ja, der mit dieser Salbung, mit dieser Berührung, mit diesem Überstreichen eben auch die Heilung bei den Menschen durch Allah Ta'alas Gnade und Macht bewirken konnte. Weiterhin heißt es im Koran: Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Gewiss, das Gleichnis von Jesus, Isa, alaihi salam, bei Allah ist wie das Gleichnis von Adam, vergleichbar mit Adam. Denn Adam, wie wurde er erschaffen? Er erschuf ihn aus Erde, hierauf sagte er zu ihm, sei, und Adam, er wurde. Dies ist die Wahrheit von deinem Herrn, so gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Isa alaihi salam, im Vergleich zu zwei anderen Menschen, ist seine Natur der Erschaffung weniger spannend, wenn wir ihn vergleichen mit Hawa, der Gattin Adams, Friede sei mit ihr und auf ihm, werden wir feststellen, dass Hawa als Frau von einem Mann erschaffen wurde. Wir kennen es, ja, aus der Rippe des Mannes erschaffen. Das heißt, sie hat eine menschliche Quelle in dem Sinne, die noch besonderer ist, weil aus dem Mann, ja, bis auf diese Ausnahme, ansonsten nichts genommen wird, um einem weiteren Lebewesen praktisch Leben zuzusprechen. Sondern es ist die Frau, die Mutter, die diese Aufgabe in sich trägt. Oder diese Möglichkeit in sich trägt. Und wenn man nochmal vergleicht in Bezug auf Adam alaihi salam, er hatte keinerlei Menschen als Zeuger oder aus dem man ihn heraus erschaffen hat, sondern er wurde von Allah Ta'ala aus Erde erschaffen. Und zur Erde werden wir auch wieder werden. Und aus der Erde werden wir auch wieder hervorgebracht werden.
Von daher also, wenn man ihn vergleicht mit Adam und Hawa, Eva, Friede sei auf beiden, wird man feststellen, dass seine Art der Erschaffung im Vergleich zu diesen weniger an Wundercharakter hat, wobei bei Allah Ta'ala sowieso alles gleich ist. Für ihn gibt es nicht etwas Schweres zu erschaffen oder etwas Leichtes zu erschaffen, für ihn ist alles gleichermaßen leicht, da er allmächtig ist und keinerlei Mühen aufbringen muss für das, was er bestimmt und für das, was er erschafft. Weiterhin haben wir im Koran den Vers: Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innama al-Masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Darum glaubt an Allah und seine Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, das ist besser für euch. Allah ist nur ein einziger Gott, preis sei ihm, und erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah genügt als Sachwalter. Allah genügt als Sachwalter. In diesem Vers wurde koranisch begründet, dass Isa alaihi salam weder Sohn Gottes ist, noch Teil der Göttlichkeit ist im Sinne von einer Dreieinigkeit, sondern dass Isa alaihi salam entsandter Mensch ist und dass Allah Ta'ala, der erhabene Schöpfer und Gott, der einzig wahre Gott, von ihm in seinen Eigenschaften getrennt ist. Darauf aufbauend auch, hat der Islam eine andere Überzeugung im Vergleich zu anderen Religionen oder im Vergleich zum Christentum in Bezug auf das Ableben Isa alaihi salams, in Bezug auf den Tod von Isa alaihi salam. Es heißt im Koran: Walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Barrafa'ahullahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakiman wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah Ta'ala ihn zu sich erhoben. Allah Ta'ala hat Isa alaihi salam zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Und es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod, Isa alaihi salams Tod, ganz gewiss an ihn glauben wird, und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein. Isa alaihi salam hat, obwohl bereits wirkend in dieser Erde, noch keinen Tod erfahren. Aber Allah Ta'ala verspricht im Koran jedem Lebewesen: Kullu dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Und jede Seele, jedes Lebewesen wird den Tod kosten. Auf Isa alaihi salam bezogen bedeutet dies, dass er nochmal entsandt wird vor dem Tag des Gerichts und dort dem Prophetentum von Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch folgen wird und dieses ausleben wird, gemäß den Regeln, wie gesagt, vom letzten Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auch dann als Mensch leben wird und den Tod finden wird, wie jedes Lebewesen zuvor den Tod gefunden hat, beziehungsweise noch finden wird. Aufbauend auf dem Glauben der Christen, dass Isa alaihi salam der Sohn Gottes oder ein Teil der Göttlichkeit
in einer Form darstellt. Und aufbauend auf dem Glauben, dass er gekreuzigt wurde, ist das Gottesbild insofern definiert, dass Gott als liebevoll empfunden wird, da er Mensch wurde und gelitten hat wie ein Mensch. Und dass er einen Sohn hatte, den er praktisch geopfert hat, um den Menschen vergeben zu können. Weshalb das Christentum sehr die Liebe in Bezug auf Gott betont und weshalb das Christentum und die Christen, diejenigen, die sich versuchen, an ihre Religion zu halten, versuchen, den Wert der Liebe unter sich lebendig zu machen. Wie stehen wir nun als Muslime dazu? In puncto Eigenschaften Allahs. Können wir sagen, Allah ist der Liebende? Können wir sagen, Allah ist ein liebevoller Gott? Ist es nicht so, dass wenn man nach draußen geht und fragt, wer ist der liebevolle Gott? Oder was ist die Religion der Liebe? Ist es so, dass vom Image her, ja, sofort an das Christentum gedacht wird? Wenn man Umfragen unter den Menschen macht, wenn man mit ihnen redet. Und auf der anderen Seite wird im Islam vom strengen, strafenden Gott gesprochen, vom unpersönlichen Gott gesprochen, der keine lebendige, wirkliche Beziehung mit seinen Geschöpfen, mit seinen Dienern pflegt. Und subhanallah, es liegt an uns, dass dieses Verständnis so in der Welt nicht existiert, wie es in Bezug auf das Christentum existiert. Denn Allah Ta'ala selbst, wir wissen, er hat sich viele Namen gegeben. Und unter diesen Namen ist Al-Wadud, der Liebevolle. Und er ist der Vergebende, der Liebevolle. Allah ist der Liebevolle. Und Allah Ta'ala, er beschreibt auch die Ehe im Koran. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und er erschuf zwischen ihnen, zwischen den Ehegatten, Liebe und Barmherzigkeit. Und weiterhin sagt Allah Ta'ala auch im Koran, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا. Diejenigen, die glauben und gute Werke tun, denen wird Allah, Ar-Rahman, der Al-Erbarmer, Liebe bereiten. Und in Bezug auf Musa alayhi salam, der auch eine schwere Kindheit durchlebt hat, wie wir alle wissen, eine geprüfte Kindheit durchlebt hat, sagt Allah Ta'ala im Koran, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. Und ich habe auf dich Liebe von mir gelegt, Mahabba, ich habe auf dich Liebe von mir gelegt, auf dass du unter meinem Auge großgezogen wirst. Das heißt, auch wenn seine Situation als Kind schwierig gewesen ist, Allah Ta'ala hat Liebe auf ihn gelegt und er wurde unter Allah Ta'alas Auge großgezogen. Subhanallah. Und Allah Ta'ala spricht an zahlreichen Stellen im Koran, dass er bestimmte Eigenschaften unter den Gläubigen liebt und diese Gläubigen dann auch liebt. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Beispielsweise Allah Ta'ala, er liebt die gerecht Handelnden. Und so durchzieht sich das auch durch den gesamten Koran. Die Eigenschaft der Liebe Allah Ta'alas, dass er seine Diener liebt. Allein, dass er zur Rechtleitung einlädt, ist das nicht ein Zeichen seiner Liebe? Dass er seine Schöpfung nicht ohne Rechtleitung sein lassen möchte? Und es gibt Menschen übrigens, man nennt das Deismus, sie sprechen davon, dass es einen Gott gibt, der allerdings nicht in die Schöpfung eingreift. Was in der Konsequenz bedeutet, er überlässt einfach dem Menschen sein Leid. Er überlässt ihn einfach in seinem Leid, in seiner Trostlosigkeit, in seinen existenziellen Fragen, in seiner Verzweiflung. Einfach so, er erschafft den Menschen und dann lässt er ihn einfach so links liegen. Nein, Allah Ta'ala, er offenbarte. Und allein das ist ein Zeichen seiner Liebe, wenn wir sie nur annehmen mögen. Lass uns an dieser Stelle Allah Ta'ala um Vergebung bitten, auch mit dem Namen Al-Wadud, denn er ist derjenige, der uns vergeben möchte. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala sah dieses Leben als eine Prüfung vor. Und er sah vor, dass der Mensch zwischen mehreren Religionen entscheiden kann oder aber auch alle Religionen an sich ablehnen kann, was auch eine Form der Lebensweise ist, in dem Sinne auch eine Religion. Und Allah Ta'ala, er sagt uns im Koran: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Sag, o Leute der Schrift, zu den Juden und zu den Christen, kommt her zu einem Wort, was zwischen uns und euch gleich ist, dass wir niemanden dienen, außer Allah, und ihm nichts beigesellen, und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren von diesem Wort, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah Ergebene sind, bezeugt, dass wir Muslime sind. Tatsächlich ist es so, dass Allah Ta'ala den Iman, die Überzeugung, quasi den Glauben im Sinne von Überzeugung, auf eine zweifelsfreie Erkenntnis im Herzen aufbaut und davon abhängig macht. Das heißt im Koran, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Und du sollst wissen, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt außer Allah. Das heißt, wenn du daran zweifelst, wenn jemand daran zweifelt, ist er per Definition kein Muslim, weil er es nicht weiß. Er vermutet oder er glaubt im Sinne von Zweifeln, Zweifel zulassend. Und deswegen aber auch ist der Islam die Religion, die andere nicht dazu zwingt, dieser Religion zugehörig zu sein. Warum? Weil ohne Überzeugung kein Iman. Überzeugung gleich Iman. Und das hat für Muslime in ihrer Geschichte bedeutet, dass sie nachbarschaftlich, wie wir auch in der letzten Khutba zusammen thematisiert haben, in einer multireligiösen Nachbarschaft nachbarschaftlich zusammengelebt haben. Sei der Nachbar ein Jude, sei der Nachbar ein Christ, sei der Nachbar ein Muschrik, ein Götzendiener, wie auch in der Verfassung, die damals vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgearbeitet wurde, die Verfassung Medinas, waren auch die Muschrikin erwähnt. Und sie lebten auch in Medina und waren in diesem Vertrag mit erwähnt, in diesem Gesellschaftsvertrag, der damals geschlossen wurde. Weder sollte also unsere Überzeugung unserer Religion gegenüber uns davon abhalten, dass wir nachbarschaftlich positiv in Güte miteinander leben. Noch sollte unser nachbarschaftliches, gütiges Leben miteinander uns davon abhalten oder dazu führen, dass wir dem anderen sein Recht auf Glaubens- und Bekenntnis- und Religionsfreiheit nehmen oder es von ihnen uns nehmen lassen. Jedem gemäß seinem Weg, jedem gemäß seinem Verständnis, jedem gemäß seinem Glauben. Und Allah Ta'ala ist es, der richten wird. Allah Ta'ala ist es, der letztendlich nach diesem Leben richten wird. Abschließend möchte ich mit einer Begebenheit, die ich sehr relevant halte, für unseren Alltag, für unsere Einstellung. Es wird überliefert, dass Isa alaihi salam, und diese Überlieferung wurde, wie bereits erklärt, von unseren großen Gelehrten verwendet, da sie nicht im Widerspruch zu unseren islamischen Quellen steht, dass der Shaitan, der Teufel, er sprach Isa an. Er sagte ihm, ist es nicht so, dass nur das passiert, was der Herr bestimmt? Und Isa sagte, du hast recht gesprochen. Und der Shaitan sagte, dann spring hinunter von dieser Klippe und schau, ob für dich das Leben bestimmt ist. Was antwortete Isa alaihi salam? Er antwortete, es liegt nicht am Diener, seinen Herrn zu prüfen, sondern es ist der Herr, der seinen Diener prüft. Und oftmals ist es so, subhanallah, wir brechen Gebote. Und bevor wir das Gebot brechen, erwarten wir irgendwie, dass es dennoch gut wird.
Ist das nicht auch eine Form von Allah Ta'ala testen? Bei all dem Vertrauen, was man auf Allah Ta'ala hat, in Bezug auf seine Vergebung, in Bezug auf seine Rechtleitung, sollten wir nicht dem näher kommen, dass wir aufhören, Spielchen zu spielen, wo wir vielleicht niemanden sonst betrügen, außer uns selbst? Dass wir diese Beziehung zu Allah Ta'ala anfangen, ernst zu nehmen und die Gebote einhalten und dann auf Allah Ta'ala vertrauen und schauen, was bestimmt ist für uns. Und nicht die Gebote, seien sie deutlich religiös oder seien sie indirekt religiös, weil wir auch unseren Verstand benutzen mögen. Dass wir diese brechen und dann am Ende immer wieder darauf hoffen, dass Allah uns immer wieder rausholt und schauen, was für uns an Gutem bestimmt sein möge, nachdem wir uns selbst schaden, indem wir die Gebote selbst brechen. Möge Allah Ta'ala uns zu denen zählen lassen, die auf ihn wirklich vertrauen und die seine Gebote umsetzen und die ihm wohlgefällig sind, ja Allah. Lass uns an dieser Stelle Allah Ta'ala bitten, wie wir ihn zuvor noch nie gebeten haben, auf dass wir zu denen gehören, deren Iman steigt, wenn Allah Ta'alas Verse verlesen werden. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Die wahrhaftigen Gläubigen sind ja diejenigen, wenn Allahs Name erwähnt wird, oder wenn Allah erwähnt wird, ihre Herzen erbeben. Und wenn seine Zeichen verlesen werden, steigt ihre Überzeugung. Und sie sind diejenigen, die einzig und allein sich auf Allah Ta'ala verlassen. Lass uns mit dieser Gewissheit, mit diesem gesteigerten Iman Allah Ta'ala bitten. Ja Allah, ja Al-Wadud, ja Al-Ghafur, wir bitten von dir deine Gnade, deine Vergebung, deine Rechtleitung. Reinige unsere Herzen, O Allah. Stärkere unsere Charaktere. Lass uns zu denen gehören, die immer wieder mehr Gutes tun, O Allah, und sich steigern, O Allah. Reinige unsere Absichten, führe unsere Herzen zusammen. Lass unsere Herzen mit einem Schlag schlagen, O Allah. O Allah, für alle Menschen, die Not leiden, die Krieg, Krisen und Katastrophen durchleben, O Allah, die verzweifelt sind, die Trost brauchen, O Allah. Bitte steh all diesen Menschen bei und lasse uns einen Teil deines Beistandes sein. O Allah, vergib uns und unseren Eltern, unseren Geschwistern im Glauben und rechtleite diejenigen, in denen du Gutes siehst, O Allah. O Allah, bitte lasse uns all unsere Chancen nutzen, die wir im Leben haben und lasse uns nicht undankbar für deine Gnaden sein, sondern lasse uns das verwirklichen und gebrauchen, was du uns an Möglichkeiten gegeben hast. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Die Khutba ist somit abgeschlossen. Diejenigen, die die Möglichkeit haben, etwas zu spenden, für die Gemeinde, für sich selbst zu spenden, mögen nicht geizig gegen sich selbst sein. Allah Ta'ala spricht im Koran: Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen.